Es ist Donnerstagabend, 18 Uhr, und damit herzlich willkommen bei Ron ab. Geht es? Silke Beikert heute an meiner Seite und viele Themen auch im Gepäck. Oh, wir haben viel vor heute, deswegen gut, dass Sie da sind. Wenn Sie beispielsweise von Mannheim nach Frankfurt fahren wollen, dann können Sie das jetzt mit dem neuen Elektrofernbus, der bei uns in der Region fährt, also bis nach Frankfurt eigentlich. Unsere Reporterin hat da aber heute so ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Außerdem treffen wir Gerhard Marzenl, den Trainer von Grün-Weiß Mannheim. Der darf sich für den 19. November nichts vornehmen, denn dann wird er eventuell zum Trainer des Jahres bei uns in der Region gewählt. Wir sprechen mit ihm über diese Wahl. Und wenn Sie fleißiger Zuschauer sind bei uns, dann wissen Sie, Donnerstag ist Veranstaltungstipp-Tag und die gibt es auch heute bei Ron. Es ist eines der zentralsten Themen unserer Gesellschaft, Bildung. Klar, und wie soll die in der Zukunft aussehen? Mit dieser Frage beschäftigen sich seit heute Experten aus Politik, Wissenschaft und natürlich eben auch aus Bildung, und zwar im Kongresszentrum Rosengarten in Mannheim. Der zweite EduAction-Bildungsgipfel startete, und zwar mit einem Impulsvortrag von Dr. Markus Gobmer von der Metropolregion Rhein-Neckar. Die etwa 200 sogenannten Impulsgeber wollen mit den 1400 Teilnehmern in Workshops über beispielsweise neue Lehrformen oder zukünftige Bildungseinrichtungen diskutieren. Die Veranstaltung geht noch bis morgen Mittag. Mit dabei sind auch Entscheider aus der Politik, etwa der Bildungsdirektor der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und auch Vertreter des Bundesministeriums für Bildung. Und das Thema wollen wir natürlich noch ein bisschen vertiefen. Dr. Michael Meister ist bei uns, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Herzlich willkommen. Guten Abend. Was macht denn diesen Gipfel so wichtig? Warum braucht es ihn? Ich glaube, dass die Welt sich um uns herum massiv verändert. Nehmen wir nur als Beispiel die Digitalisierung. Und wir müssen im Bildungssystem Menschen auf diese veränderte Welt vorbereiten und auch im gesamten Leben sozusagen Weiterbildung vorantreiben, um sich auf diese neue Welt einstellen zu können. Dadurch werden nicht herkömmliche Kompetenzen in Frage gestellt. Lesen, Schreiben, Rechnen sollte man auch in Zukunft können. Aber ich glaube, wir benötigen in Zukunft Digitalkompetenz. Wir benötigen die Kompetenz, uns miteinander zu vernetzen, auch Dinge zu hinterfragen. Nicht alles, was bei Wikipedia steht, ist korrekt. Und diese Kompetenzen im Bildungsgang zu vermitteln, das ist, glaube ich, eine neue Herausforderung. Digitalkompetenzen schaffen. Jetzt haben wir natürlich auch viele Herausforderungen in der Gesellschaft. Sie entwickelt sich sehr. Es gibt Migrationszuwanderung in Deutschland, also generell auch die Bildungsanforderungen ändern sich. Trotzdem ist es oftmals ein sehr, ich will mal sagen, träger Apparat. Was muss da auch noch alles passieren? Ich glaube, wir müssen zunächst einmal für Transparenz sorgen, für Vergleichbarkeit. Wir haben ja ein Bildungssystem in Deutschland, was föderal organisiert ist, 16 Länder. Da Transparenz, Vergleichbarkeit herbeiführen, darüber diskutieren, ob wir uns nicht gemeinsame Zielsetzungen vorgeben und es dann jedem Bundesland überlassen, wie diese Ziele erreicht werden. Dafür wollen wir den Nationalen Bildungsrat schaffen, mit ausgewiesenen Experten, aber auch mit Vertretern der Schulträger, also der Kommunen, der Länder und des Bundes, und dort Vorschläge erarbeiten, wie sich unser Bildungssystem verändern soll. Veränderungen sicherlich auch noch auf personeller Ebene. Es gibt einen akuten Lehrermangel, sehen wir auch gerade wieder im aktuellen Schuljahr. Was muss auch da noch geschehen, möglicherweise auch an Anreizen setzen? Denn das sagen auch eben viele Lehrer oder Lehrerverbände, die finanziellen Anreize sind nicht die besten. Also was wir als Bundesebene tun können, ist das Thema Qualitätspakt Lehre stärken, um an der Stelle in der Lehrerbildung dafür zu sorgen, dass Lehrer besser auf ihr Beruf vorbereitet werden. Wenn sie besser vorbereitet sind, können sie, glaube ich, auch souveräner mit der Situation in der Bildungsinstitution umgehen. Und das ist ein Beitrag, den wir an der Stelle leisten wollen. Dennoch, wenn man im EU-Vergleich auch schaut, sind die Ausgaben für Bildung in Deutschland eher unterdurchschnittlich. Also müssen wir auch da in Zukunft noch mehr einfordern? Also wir haben in den vergangenen 10 Jahren im Bildungsbereich, was die Bundesebene betrifft, unsere Ausgaben verdoppelt. Ich glaube, man kann in Zukunft immer noch mehr tun. Aber ich glaube, neben der Frage, wie viel geben wir aus, muss man auch auf die Effizienz dessen schauen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir individuell jedes Kind in Augenschein nehmen, jedes Kind dort abholen, wo es Talente, wo es Defizite hat, und versuchen, es individuell weiterzuentwickeln. Sie haben selbst auch 2 Söhne. Haben Sie sich auch schon das eine oder andere Mal über die Lehrer geärgert?
Ach, ich glaube, es bringt nichts, sich über die Lehrer zu ärgern. Aber natürlich ist es so, dass es an jeder Stelle Optimierungsmöglichkeiten gibt. Und das sollte man dann nicht als Kritik sehen, sondern als Chance zur Weiterentwicklung. Und die gibt es natürlich auch weiterhin. Dr. Michael Meister, danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Kommen jetzt aber auch zu einer weiteren Herausforderung, nämlich das Thema Mobilität und eben auch Luftreinhaltung. Ja, ein Ansatz dabei könnte sein die Elektromobilität, so eben auch für das Unternehmen Flixbus. Denn ab heute fährt zwischen Mannheim und Frankfurt bzw. Heidelberg-Frankfurt ein solcher E-Bus. Ja, oder doch nicht. Andrea Sellmann von der Ayan und Sven Matzenkowski berichten. Heidelberg, alte Eppelheimer Straße, 14 Uhr. Unsere Reporterin wartet auf den neuen Elektrobus von Flixbus. Viermal täglich soll er ab heute Frankfurt am Main mit dem Flughafen Heidelberg und Mannheim verbinden. Oh, das ist sehr gut. Ja, schön. Ja, weil es gut für die Umwelt ist. Das ist ein gutes Zeichen für die Mobilität der Zukunft. Ja, das soll bitte sehr viel mehr Projekte dieser Art geben. Ja. Noch besser wäre es natürlich, wenn an sich der ganze öffentliche Nahverkehr mehr mit elektronischen Sachen fahren würde. Und noch schöner wäre es, wenn denn überhaupt mal ein elektrisches Gefährt kommen würde. Auch um 14.30 Uhr ist in Heidelberg kein E-Bus in Sicht, obwohl er regulär hätte vor einer halben Stunde fahren sollen. Wir warten weiter und schauen auf gestern. Da wurde der neue Bus groß in Frankfurt vorgestellt. Das Unternehmen Flixbus wagt das Pilotprojekt, einen regulären Linienfernbus rein aus elektrischer Energie zu betreiben. Seit März gibt es bereits in Frankreich zwischen Paris und Amiens eine reine E-Bus-Verbindung. Jetzt kommt Deutschland und die Metropolregion Rhein-Neckar dazu. Vor 18 Monaten hatten wir das Ziel, einen E-Bus auch in Deutschland fahren zu lassen. Jetzt haben wir die Hürden genommen, was TÜV angeht, wollen dort Erfahrungen sammeln und mit den Herstellern dann gemeinsam überlegen, wie man auch mehr Fahrzeuge auf die Straße bekommen kann. So sie denn auf der Straße wären. Auch gegen 15 Uhr fährt in Heidelberg vieles, nur kein E-Bus. Dabei bekommt Flixbus für die Vorreiteraktion viel Lob. Der Bus fährt wegen einer Kooperation mit Greenpeace Energy komplett mit Strom aus erneuerbaren Energien. Aus der Klimaforschung gibt's für das Projekt viel Lob, auch wenn den Experten die generelle Förderung der E-Mobilität noch lange nicht weit genug geht. Technologien, die sind ja alle da, wir nutzen sie nur nicht. Und ich hoffe einfach, dass es so eine Art Schneeball-Effekt gibt, dass wir damit eine Lawine lostreten können, damit eben E-Busse nicht die Ausnahme bleiben, sondern zur Regel werden. Um 15.30 Uhr rufen wir bei Flixbus an, um den verschollenen E-Bus endlich zu finden. Die Presseabteilung kümmert sich darum, wir gehen aber auch mal selbst auf die Suche. Immerhin hat der Bus eine weite Reise bereits hinter sich. Produziert wurde er in China. Laut Flixbus, weil es sonst keine adäquaten Angebote gab. Deutsche Unternehmen wie beispielsweise Daimler setzen vornehmlich auf Stadtbusse, die weder eine Gepäckablage noch Toiletten haben. Grund für die Zurückhaltung könnte die immer noch geringe Reichweite elektrischer Busse sein. Diese hier kommt laut Flixbus auf 200 Kilometer und muss dann 3 bis 4 Stunden laden. Aktuell fährt der durchschnittliche Kunde ca. 300 Kilometer mit uns. Und von daher wäre es natürlich idealerweise so, dass der Bus auch in Summe deutlich höhere Streckenlängen bewältigen könnte. Eine Viertelstunde später ruft uns jemand aus der Flixbus-Pressestelle zurück. Der Bus hat eine Panne und tatsächlich, eine auf die Suche geschickte Kollegin findet ihn gegen 16 Uhr am Mannheimer Busbahnhof. Da steht er laut Flixbus schon den ganzen Tag, muss nochmal gecheckt und aufgeladen werden. Erste Fahrt ab Heidelberg, frühestens um 18.30 Uhr. Na, hoffentlich kommt diese Verbindung dann zustande. Können Sie auch kurz nach der Sendung mal aus dem Fenster schauen, ob der Bus dann möglicherweise fährt. Kommen wir zum Thema Medizin. Und nicht nur für die Kleinen ist ein Besuch beim Kinderarzt etwas ganz Besonderes. Auch für die Ärzte ist kein Tag wie ein anderer. Und Romy Schiemann hat sich mal in Mannheim beispielhaft eine Kinderarztpraxis angeschaut. Mein Name ist Stefanie Schwarz-Gutknecht. Ich bin Kinderärztin in Mannheim, direkt in Mannheim, also im Herzen am Wasserturm. Und ich bin selbst 47 Jahre alt, habe die Praxis jetzt fast 7 Jahre hier. 6.000 Patientenbesuche hat die Ärztin gemeinsam mit ihrem 9-köpfigen Team im Jahr. Neben dem stressigen Job ist Dr. Schwarz-Gutknecht auch noch Mutter von 2 Söhnen. Tauschen würde sie ihren Job aber gegen keinen anderen. Das Schöne an Kinderärzten ist einfach, weil man die Kinder fast manchmal von Anfang an begleitet. Man sieht, wie die wachsen, wie die größer werden, wie die anfangen zu sprechen, wie die sich entwickeln. Und ich finde es auch toll, die Eltern zu begleiten, die zu beraten. Ja, die haben ja oftmals ganz viele Fragen, viele Nöte und die kommen auch immer zu mir. Ich bin eigentlich so die Nächste, die man mal fragt, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Ob es im Kindergarten ist, in der Schule. Und das finde ich ganz toll, dass ich da so eine Vertrauensperson auch für meine Patienten bin. Das genieße ich sehr und das ist auch das Schöne an der Praxis.
Vertrauen müssen heute auch die Brüder Max und Tom aufbringen. Max ist 4 und Tom 1 Jahr alt. Beide sind heute zur Vorsorge in der Praxis. Außerdem sollen sie geimpft werden. Max ahnt noch nichts von seinem Schicksal. Er muss zuerst zeigen, wie gut er für sein Alter entwickelt ist. Bett. Haus. Was ist denn oben auf dem Haus, damit es nicht reinregnet? Dach. Super. Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Ich gucke ja im ersten Lebensjahr die Kinder mehrfach an und dann jährlich. Und man guckt einfach die Entwicklung der Kinder an. Also Sprache, motorische Entwicklung, Größe, Gewicht. Und es ist ganz wichtig, dass man das in engen Zeiträumen quasi kontrolliert. Diese Tests hat Max locker bestanden. Bevor es aber ernst wird und die Kinder die böse Spritze sehen, widmet sich die Ärztin anderen Patienten. Der alleinerziehende Vater Hans Muckle kommt mit seinen Töchtern Natascha und Lea. Beide Kinder haben ADHS. Also man ist, wenn man die Medikamente nicht nimmt, hibbelig, aufgedreht und man kann sich nicht konzentrieren. Die Ärztin bespricht heute mit den Kindern und ihrem Vater, wie die Medikamente wirken und wie sie sich auf die schulische Leistung auswirken. Ja, und wie sieht es denn aus mit den Noten? In Englisch bin ich nicht so gut, aber in anderen Fächern geht es so. Was hast du denn da für Noten? Wie steht es denn so ungefähr? In Mathe und Deutsch habe ich so eine 3 bis 4. In Sport habe ich eine 2. Sonst gilt das als 1. Und in Englisch habe ich eine 5. Von diesem Problem bleiben Max und Tom noch verschont, nicht aber vom Impfen. Ob die Brüder das wirklich ohne große Zwischenfälle über sich ergehen lassen und was sonst noch so auf die Mannheimer Kinderärztin zukommt, sehen Sie morgen um 11 Uhr in der Sendung Der Nächste bitte bei RTL. Absolut sehenswert und sehenswert natürlich auch, was die Sportler in der Metropolregion leisten. Wir schauen gleich beispielsweise auf Grün-Weiß Mannheim und den Trainer Gerald Marzenell, die nämlich für den Sport Award nominiert sind. Außerdem gibt es die Veranstaltungstipps, vorher noch weitere Nachrichten, zusammengefasst von Romy Schiemann. Von Mannheim nach China. Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz hat heute am Mannheimer Hafen eine besondere Güterzugverbindung eingeweiht. Der Zug wird künftig von Mannheim nach Chongqing im Südwesten Chinas fahren und legt dabei über 11.000 Kilometer zurück. Dass wir ein solches Projekt gemeinsam von der kommunalen Seite her entwickeln konnten, ist ein, glaube ich, bemerkenswertes Ergebnis. Wir sind ein exportorientierter Standort, 60% Exportquote. Das ist natürlich eine direkte Verbindung zu dem größten Handelspartner Deutschlands von großer Bedeutung. 16 Tage Zeit benötigt der Zug, um Chongqing zu erreichen. Der Transport der Güter geht somit deutlich schneller. Über den Seeweg dauert der Transport 36 Tage. Licht und Schatten bei Konjunktur. Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar hat heute in Mannheim die Auswertung der Konjunkturumfrage für den Herbst 2018 vorgestellt. 506 Unternehmen haben sich dabei beteiligt. Die Industriebetriebe berichten von gut laufenden Geschäften und einer hohen Auslastung. Die Dienstleistungsunternehmen schätzen ihre Lage hingegen schlechter ein. Gründe dafür sind unter anderem Fachkräftemangel, sinkende Auftragseingänge und hohe Personalkosten. Sorge um unsere Wälder. Die extreme Trockenheit in diesem Jahr hat den Zustand der Wälder verschlechtert. Borkenkäfer und ein verstärkter Fruchtbehang haben die Bäume zusätzlich belastet. Eine Untersuchung weist für alle Hauptbaumarten mit Ausnahme der Tanne erhöhte Waldschäden auf. Das besagt der Waldzustandsbericht 2018, der heute vorgestellt wurde. Jetzt gelte es, im Winter und im neuen Jahr wachsam zu bleiben und unter anderem die Wälder laufend auf Käferbefall zu kontrollieren. Kommen wir zum Sport und für die Basketballer von Morgenstern bis Speyer steht am Wochenende auch eine wirklich sehr interessante Partie auf dem Programm, nämlich das Derby gegen die SG Mannheim. Und der Regionalligist ist da im direkten Duell zwar in der Favoritenrolle, musste zuletzt allerdings eine Niederlage hinnehmen. Um das Saisonziel Aufstieg nicht aus den Augen zu verlieren, muss das Team von Trainer Karl Basser nun wieder abliefern. Ist keine leichte Aufgabe, denn zuletzt mussten die Speyerer aufgrund von Verletzungsproblemen nachverpflichten. Für Albert Kuppe, der vor der Saison vom Pro-A-Ligisten MLP Academics zum Team stoß und der sich ja auch zum Topscorer mauserte, ist das ebenfalls ein besonderes Spiel, denn er hat seine sportlichen Wurzeln in Mannheim und wird gegen seinen Jugendtrainer antreten. Dann blicken wir schon ein bisschen voraus auf den 19. November. Da ist nämlich die Verleihung des Sport Awards der Metropolregion Rhein-Neckar. Und da darf sich auch das
Tennisteam von Grün-Weiß Mannheim Hoffnungen machen. Die sind nominiert als beste Mannschaft. In der abgelaufenen Spielzeit haben sie sich die deutsche Meisterschaft geholt. Und auch der Teamchef Gerald Marzenel gehört zu den möglichen Titelträgern in der Kategorie Top-Trainer der Region. Er ist bei Grün-Weiß seit Jahrzehnten fest verankert und hat eine gut eingespielte Truppe mit großem Teamgeist geformt und sich so die Nominierung gesichert. Marcel Schreiner hat Gerald Marzenel getroffen und mit ihm über den Award, seine Titelchancen gesprochen und natürlich auch über die namhafte Konkurrenz. Der Sport Award steht vor der Tür und deswegen sind wir heute bei einem der Nominierten, und zwar bei Gerald Marzenel, dem Trainer von Grün-Weiß Mannheim bzw. dem Teamchef. Gerald, wir kennen uns schon eine Weile, du hast schon viel erlebt. Wie spannend waren die letzten beiden Jahre auch für euch als Grün-Weiß? Total spannend. Das ist wirklich was Besonderes. Wir sind letztes Jahr Vizemeister gewesen, deutscher Vizemeister, hatten einen Matchball zur Meisterschaft. Da haben noch 10 Zentimeter gefehlt, um Meister zu werden. Und die Geschichte ist dann dieses Jahr zu Ende gegangen, 2018. Wir haben dann die Matchbälle genutzt. Wir haben 27 von 28 Einzel gewonnen am Anfang und sind dann am Ende deutscher Meister geworden. Das war ein Highlight. Die letzten beiden Jahre, die waren genial. Top-Trainer, die Nominierung. Gleichzeitig Top-Team für die Mannschaft. Ja, wie viel Stolz ist da auch dabei für dich und auch fürs Team? Ja, sehr viel Stolz. Das ist wirklich eine Ehre und es ist eine Auszeichnung für unsere Mannschaft. Und ich kann als Trainer immer nur das machen, was die Mannschaft auch hergibt. Und ich versuche, dass die Jungs einfach zusammenbleiben und zusammenzuhalten. Aber für die Mannschaft ist eine riesen Ehre und die freuen sich alle. Ich habe das denen gesagt am Wochenende, dass wir nominiert sind, oder Montag gesagt, dass wir nominiert sind. Und alle waren total happy und haben gesagt, super toll. Vor allen Dingen, wenn man sieht, mit so großen Sportarten, mit großen Mannschaften wie Hoffenheim zusammen in einem Topf oder mit den Rhein-Neckar-Löwen. Also das ist fürs Tennis insgesamt eine ganz tolle Werbung. Ja, du hast schon angesprochen, große Konkurrenz auch vorhanden. Warum klappt es trotzdem, dass wir am Ende dann am 19.11. Gerald Marzenel auf die Bühne bitten dürfen? Das weiß ich nicht, das ist nicht meine Entscheidung, nein. Also wir sind sehr stolz, so weit wie wir jetzt sind. Und alles andere, was jetzt noch ist, das ist dann wirklich ein Bonus. Und wir sind glücklich, mit der Mannschaft dabei zu sein. Als Trainer, wie gesagt, konnte ich nur meinen kleinen Teil dazu beitragen. Und alles andere lassen wir jetzt auf uns zukommen. Aber es wird ein toller Abend bestimmt in Heidelberg in der Stadthalle. Und wir freuen uns drauf, es werden auch viele Spieler da sein. Und ja, schauen wir mal. Ja, welcher Stellenwert hat das ganze Event auch für die Region, für den Rhein-Neckar-Sportkreis auch? Ja, insgesamt finde ich das eine ganz tolle Veranstaltung. Ich durfte am Montag bei der Pressekonferenz dabei sein und das ist wirklich für die Region riesig. Die besten Sportler der Region, der beste Sportler, die beste Sportlerin, die beste Mannschaft, dann Lifetime Award und so weiter. Das sind ganz tolle Auszeichnungen und das sind auch für viele Menschen oder für viele Sportler eben auch Lohn für Jahre, ja manchmal jahrzehntelange Arbeit und Mühen. Und insofern ist das eine wunderbare Sache, die alle zwei Jahre ja stattfindet. Gerald Marzenel, vielen Dank. Wir drücken natürlich allen Nominierten für den 19. November die Daumen. Und gleich gibt es wie gewohnt an dieser Stelle die Veranstaltungstipps. Also dranbleiben. Willkommen zurück bei Ron und es ist mal wieder Zeit für die Veranstaltungstipps für das Wochenende. Sandra Blösch hat sich mal ein bisschen umgeschaut und da gibt es zum einen auch die Möglichkeit, ein bisschen zum Mikrofon zu greifen. Poetry Slam in Heidelberg wäre das Stichwort, oder? Sie machen es wie unsere Reporterin und gehen in ein Gruselmais-Labyrinth. In diesem Kunstatelier in der Mannheimer Jungbohrstraße wird schon fleißig gewerkelt. Mit Veranstalter Michael Scheuermann darf ich heute schon mal hinter die Kulissen des Nachtwandels gucken. Was gibt's denn alles? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das Musik? Ist das Kunst? Jetzt sehen wir ja schon ein paar Bilder, eine Ausstellung. Was erwartet die Besucher so? Ja, Kultur in der unterschiedlichsten Form. Wir haben natürlich ganz viel Musik. Der Jungbusch ist durch Popakademie, durch Musikpark ein Musikstadtteil. Und wir haben aber die ganze Bandbreite von Jazz über Rock, Pop bis hin zu Klassik. Das Schöne am Nachtwandel sind auch die sehr ungewöhnlichen Locations. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir doch einfach mal rum und schauen uns mal ein bisschen was an. Eine der insgesamt 60 Nachtwandelstationen ist dieser Barbershop. Wo heute noch geschnibbelt und gewachst wird, dreht sich bei Inhaber Marco Seiler morgen alles um die Musik, wie wir jetzt schon hören. Sie haben mir gerade erzählt, dass hier eine Band auftreten wird. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wir haben für Samstag ist es geplant, dass wir eine Band hier haben, eine Liveband. Das ist auch nur ein Duo, die eben Musik spielen, die zu unserem Laden passt, so im 30er bis 50er Jahresstil, ja, also Rock'n'Roll. Gefeiert wird im Jungbusch natürlich auch draußen. Auf diesem Spielplatz finden Bands Platz. Der Eintritt ist frei. Besucher werden um eine Spende von 5 Euro gebeten. Dafür gibt es dann auch einen Original-Nachtwandelbecher. Übrigens unbedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.
Mit denen kommt man auch hierher, ins Bürgerhaus nach Emmertsgrund. Hier findet am Samstag Word Up der Poetry Slam statt. Ich habe mich heute schon mal mit Moderator und Poetry Slammer Carsten Hohage getroffen. Vielleicht können Sie einfach mal sagen für die Zuschauer, was ist denn überhaupt Poetry Slam? Poetry Slam ist eine Live-Literaturveranstaltung, bei der Menschen auf die Bühne gehen, die ihre Texte selber geschrieben haben, sie selber vortragen, ein Zeitlimit dafür haben, nur das gesprochene Wort verwenden dürfen. Ob sie dabei das spontan entwickeln, geschrieben haben, ablesen oder sonst was, ist egal. Natürlich hat uns Carsten auch eine Kostprobe mitgebracht. Das geht dann so los, es fährt ganz nach ruhiger, leicht schwebender Fasson den Himmel entlang der Ballonfahrer Jean. Und der Himmel ist bleu und der Jean mon Dieu, der zündet sich eine Gauloise an. Doch plötzlich, da bläst ihm das Streichholz aus, im Himmel ist Lärm und Hektik und graus, es rattert, es knattert und es brummt umher, es ist Fliegerhorst mit Maschinengewehr. Die Zuschauer können sich am Wochenende auf 9 Bühnenpoeten freuen und am Ende entscheiden, wer der Beste war. Und jetzt wird es richtig gruselig. Das hier ist der Eingang zu einem fast 2 Hektar großen Labyrinth in einem Maisfeld in Steinweiler. Und da muss ich gleich rein. Betreiber Christian Scheidt erklärt mir, was mich erwartet. Da laufen 30 Darsteller drin rum, die dann geschminkt sind, also wie man es halt so kennt aus den Horrorfilmen. Ja, und die versuchen die Leute halt ein bisschen zu erschrecken und denen Angst einzujagen. Und ich glaube, die schaffen es auch. Zum Glück habe ich Christian an meiner Seite. Nach nicht mal einer Minute habe ich die Orientierung komplett verloren. Und auf einmal stehen wir hier, mitten auf einem Friedhof. Hier hinten dann steht noch eine Kirche, die sieht man jetzt leider nur noch nicht. Das wird richtig gut und vor allem gruselig. Das heißt, man hört noch Kirchenglocken, während man plötzlich mitten auf dem Maisfeld auf einem Friedhof steht. Genau, ja, sozusagen. Okay, also ich würde mir hier alleine in die Hose machen. Keine Sorge, für Kinder wird es ein bisschen harmloser. Mehr verraten wir natürlich noch nicht. Und hier noch einmal die Tipps fürs Wochenende zusammengefasst. Nachtwandeln im Jungbusch am Freitag und Samstag ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Word Up der Poetry Slam in Emmertsgrund im Bürgerhaus um 20 Uhr. Karten kosten 5 Euro. Gruseln im Horror-Maislabyrinth in Steinweiler. Kinder zahlen am Sonntag 5 Euro. Und dann hätten wir auch noch einen weiteren Anreiz, denn wir verlosen 10x2 Karten für die Mein Hund Messe in der Maimarkthalle. Also Vierbeine ist dann natürlich auch willkommen, wenn Sie die gewinnen. Und die Infos dazu gibt's auf unserer Facebook-Seite. Also einfach mal reinschauen bei RONTV. Und alle Infos zum Wetter, die gibt es jetzt auch. Der Freitag beginnt abseits von Nebel oft noch recht schön. Nachmittags werden die Wolken von Norden immer zahlreicher und dichter, es sollte aber bis zum Abend trocken bleiben. Die besten Chancen auf einen durchweg freundlichen Tag haben alle im Süden der Region. Es wird zudem schon etwas kühler, frischer Westwind lässt bereits kaum noch mehr als 12 bis 14 Grad zu, im Pfälzerwald ist oft schon bei 10 Grad Schluss. Am Wochenende gehen die Temperaturen sogar in Richtung Frühwinter. Dann sind kaum noch mehr als nasskalte 5 bis 8 Grad drin und auch sonst wird es eher ungemütlich, denn dichte Wolken bringen vor allem am Sonntag verbreitet Regen. Die neue Woche beginnt bewölkt und ähnlich kalt, es bleibt dann aber zumindest trocken. Dazu kann ich nur eines sagen. Gefällt mir gar nicht. Wetter, nee, nicht mein Ding. Ist halt Herbst, ne? Ja, richtig. Ja, da fällt eines vor allem und dann irgendwie auch flach Fahrradfahren. Mache ich auch ganz gerne und habe ich mich mal so ein bisschen an meine Grenzen getestet. Das kann man dann morgen sehen. Rundtour, ne? Morgen darfst du verraten, wo du warst? Das ja, darf ich. In Dudenhofen waren wir, also kleiner Ort, etwas mehr als 6000 Einwohner, ziemlich genau. Also ist jetzt auch nicht wirklich so der Riesenflecken, aber mit schönen kleinen Spots, also beispielsweise der Badewanne, also das ist die Radrennbahn, auf die habe ich mich gewagt. Und dann gibt es auch noch viele andere wirklich tolle Sachen, beispielsweise, ich sage einfach mal so eine Wüste mitten im Wald. Sehen Sie alles morgen. Nette Geschichte auch morgen. Gandhi, der wahrscheinlich berühmteste Elefant aus Heidelberg, verlässt nämlich den Zoo. Sagen wir morgen auch Tschüss dann. Genau. Jetzt sagen wir auch Tschüss. Schönen Abend. Schönen Feierabend. Tschüss. Bis morgen.